Los. Moin, moin, liebe Seniors, liebe Senioritas, liebe Fabrikbesitzer. Und soll ich das noch werden wollen? Ich bin der Seno. Da hinten könntet ihr eventuell irgendwann mal den Jack langlaufen sehen. Ja, unser getreues Hündchen, das ab jetzt hier wohnt. Und ja, ich weiß nicht genau, wie lange wir heute machen können. Ich denke mal ungefähr eine Stunde, da meine Mitbewohnerin plus Bruder. Also sie ist nicht mein Mitbewohner und mein Bruder in einer Person, das ist ja irgendwie ein bisschen weird, sondern meine Mitbewohnerin und ihr Bruder sind gerade beim Griechenessen und bringen wir dann im Austausch dafür, dass ich jetzt Dog-Sitting betreibe und die beiden in Ruhe los können. Was Geiles vom Griechen mit. Das heißt, sobald es hier an der Tür, der Schlüssel an der Tür kratzt, weiß ich quasi, auch oh geil, da kommt mein Essen. Aber bis dahin wollen wir hier noch ein bisschen produktiv sein bei den Zwergen. Schauen uns mal ein bisschen um und überlegen uns, wie, wo und wann es weitergehen soll. Ich möchte mehr Fallen. Haben wir noch Mechanismen und haben wir noch Käfige? Käfige, glaube ich, haben wir tatsächlich noch einige leere hier oben. Auch noch viele volle. Wir haben sehr viele Goblins und einen Menschen gefangen. Ein Menschendieb, der unsere legendäre Armbrust klauen wollte. Und ganz viele Goblins, die dachten, sie könnten uns irgendwie gefährlich werden. Und zugegeben, sie haben sehr viele Goblins gegen unsere Mauern und gegen unsere Fallen geschmissen, sodass unsere Zwerge dann tatsächlich in den Nahkampf mussten. Und das hat auch einige gekostet. Aber okay, 111 Mechanismen. Aber sind das auch welche, die jetzt... Ja, okay, das sind auch welche, die schon eingearbeitet sind. Ich weiß nicht genau, wie viele wir eingelagert haben. Das ist ein bisschen doof, dass alle Mechanismen gezählt werden. Auch die, die schon verarbeitet wurden, weil die theoretisch immer noch existieren. Aber nun gut. Lassen wir das Spiel ein bisschen weiterlaufen. Wir sind gerade dabei, hier auf der linken Seite unseren Burggraben weiter auszubauen. Wenn wir ein bisschen rauszoomen, soll der Fluss ja von der Scheune aus gesehen quasi hier durch den Berg laufen. Hier unten und dann hier durch und dann da wieder hoch. Aber zack, 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 zack. Dazu müssen wir sehr viele Ebenen Erde abtragen. Ihr dürft mitmachen. 151 Leute sind wir wieder. Wie sieht es mit unserem Squad aus? Hatte ich den komplett wieder hergestellt eigentlich? Ja, es ist ein 10er-Squad jetzt. Mhm. Dagestan-Führer und viele andere sind auch mit dabei. Wie sieht das unten bei den Särgen aus? Hatten wir da alles fertig bekommen? Oder? Ah, wir waren dabei noch auf ein paar Statuen zu warten, wenn ich mich richtig entsinne. Das heißt, wenn wir hier mal gucken und uns den Mason anschauen, den Stonewalker, ist gerade nichts mehr zu tun. Das heißt, ich glaube, alle Statuen sind eingelagert. Ja, das ist das Ganze hier mit den Tüchern drauf. Das heißt, wir haben gerade einige Statuen hier rumliegen. Jetzt heißt es, die richtige Statue für die richtige Figur finden. Das ist ein bisschen anstrengend, aber das machen wir jetzt einfach mal direkt von Anfang an. Dann haben wir es hinter uns. Hier drüben liegt Mosos Shetbetlukum. Ja, Mosos Shetbetlukum. Schauen wir mal, ob der eine Statue hat. Ich glaube schon. Wie hieß er? Mosos. Fast wie Jesus, aber nicht ganz. Shetbetlukum. Gucken wir mal. Haben wir da was Schönes für dich? Wenn wir hier mal auf Statuen klicken. Immer auf die linke Seite, das heißt, ihr müsst hier hin. Nein, jetzt habe ich mich verklickt. Das ist nichts in der Sache. Furniture, Statue, auf die linke Seite. Und dann müssen wir hier einmal durchgucken. Mosus suchen wir. Ist hier ein Mosus? Irgendjemand, der Mosus heißt? Tatsächlich nicht. Haben wir dem vielleicht keine Statue gebaut, weil das keiner unserer Hauptzwerge war? Weil er keinen Nickname hat quasi? Ich habe hier noch normale Statuen, die einfach nur Zwerge zeigen. Und hier sogar eine Statue, die einen Hasen zeigt. Irgendwo war das hier auf a Buck Rabbit. Wir haben also auch eine Hasenstatue. Ich weiß auch noch nicht, ob das so ganz nice ist, aber whatever. Gut, Moses, dann wartest du mal bitte erstmal. Wie sieht das hier drüben aus? Da liegt Taicha. Taicha hat sicherlich eine fetten Statue bekommen. Kalandatan. Schauen wir also nochmal rein, die sollen ja hier auch alle zufrieden liegen. Ja, auf der linken Seite wäre dann hier hin. Und wir haben... Müll, nee. Ja, okay, das ist wieder das Problem, dass die Nachnamen hier anders stehen. Seht ihr das? Hier steht halt der Zwergenname. Kalandatan. Und ich habe jetzt keine Ahnung rauszufinden, welcher von den ganzen das ist. Außer ich gehe einmal in die Settings... Moin, du geiler Fabrikbesitzer. Hallo, Kitsune. In das Game und mache wieder den alten Trick, dass
Centralize hier aufploppt. Und dann müsste es gehen, weil jetzt sehen wir auch seinen Vornamen. Er heißt, ja, das ist Myrul. Myrul Kalandatan. Und wenn wir jetzt reingucken, Myrul Kalandatan, wir gucken hier einmal in die Toten. Jetzt kommen wir mal ein bisschen runter. Myrul Kalandatan. Myrul, ja, er heißt Myrul. Nicht Hyrule, sondern Myrul. Das ist ganz eng beieinander. Hier sind Dingos gestorben. Na, sag mal. Da. Myrul Kalandatan. Okay, hier steht auch der zwergische Name. Komplett hier, Myrul Kalandatan. Ich nehme aber einfach mal ganz stark an, dass das er hier ist. Trail Irons. Und wenn ich das Ding baue und wenn wir uns das gleich angucken, wenn das Ding aufgebaut ist, müsste dann auch noch der richtige Name stehen. Alternativ ist, glaube ich, wie hatten wir das sonst immer gemacht, wenn ich nochmal einen Sarg, ach nee, gar keinen Sarg bauen, sondern quasi einfach nur eine Sargzone machen, akzeptieren und dann hier auf Zwerge. Hier müssten auch die englischen Namen stehen. Und wenn wir hier einmal gucken, müsste hier unten auch irgendwo der gute Char auftauchen, da ist er. Aber hier steht auch nur Myrul Kalandatan. Ja, okay. Geht nicht anders. Sehr nervig, dass bei der einen Stelle die Namen auf Englisch und auf der anderen Seite auf Zwergisch stehen. Wen haben wir hier? Teamkiller Nummer 2, das ist Etur Rigoturel. Etur, da müssten wir relativ leicht eine Statue finden. Hier auf die linke Seite ist dahin Etur. Habe ich nämlich, glaube ich, gerade schon irgendwo gesehen. Hier ist Etur Crafted Learn. Das dürfte seine Statue sein. Ich glaube, uns fehlen aber tatsächlich noch sehr viele Särge, ne? Hier haben wir noch Sulan vor. Das ist Endok. Der kriegt auch seine Statue natürlich. Auf die linke Seite ist dahin Endur. Endok, da haben wir ihn. Na? Genau. Endok. Und einen haben wir hier noch. Schmutzfink ist Artis. Habe ich, glaube ich, gerade nicht gesehen. Aber vielleicht habe ich mich auch nur verguckt. Artis. Oh, doch, da ist Artis. Hier, noch knapp über meiner Kamera. Nerdside, eigentlich ist Lorul der Counter zu Hyrule. Okay, ja, wusste ich nicht. Wo hast du denn die Information schon wieder? Das hast du doch gerade gegoogelt. Tu doch nicht so. Dark Angel Azrael ist Zass. Zass kriegt auch eine Statue. Die auf der linken Seite, von da aus gesehen, müsste diese Seite sein. Dann habe ich die aber falsch gebaut, das ist die rechte Seite. Na egal. Na egal. Da haben wir Zass. Okay. Das heißt, die ganzen Statuen sind da. Hier drüben haben wir jetzt noch, ja, Mosus. Aber wir haben ja gesagt, Mosus hat keinen. Ich guck nochmal, aber Mosus hat keinen, ne? Keine Mosus-Statue hier. Keine Mosus-Statue. Wir haben noch Iferi, Aegis, Iferi, Iferi. Das können aber ganz normale Statuen sein. Das kann sein, dass das Statuen sind, die ich überall hinschmeißen kann. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal in die Zone gucken hier. Nochmal eine neue Tomb-Zone machen. Einmal akzeptieren und mal gucken, ob wir jetzt noch irgendjemanden haben, der gestorben ist, wo die Kies steht, aber da, wo kein Grave hat. Sieht aber so aus, als wenn ich sie alle erwischt habe, ne? Da ist Mosus, ja. Shedbed Locum. Shedbed Locum. Mosus Shedleg Locum. Aber hier, alle haben den Grave. Nee, da, Zephon hat keinen Grave. Ein Grave fehlt uns mindestens. Und Ushtut fehlt uns auch noch. Das heißt, moin, moin, zwei du geiler Fabrikbesitzer. Noch. Hallo, Pedi Platsch. Wir machen gerade die Gräber nochmal ordentlich hier. Zwei Särge fehlen uns noch. Wo kommen die denn mal hin? Ich würde sagen, ein Sarg kann da noch hin. Wie viele haben wir denn? Nur einen. Ah, das ist aber der Aluminium-Sarkophag. Ja, ist okay, warum nicht? Den hauen wir da einmal hin. Und mehr produzieren wir. Das heißt, wir haben noch gar nicht genug. Hier kämpft nochmal ein Mosus. Gegen wen? Ah, ist irgendwie umgekippt. Ich weiß nicht, ob die hier schon wieder scheiße war. Und eigentlich habe ich das so designated, dass hier keine Unfälle passieren sollten. Also benehmt euch mal bitte. Fleisch, Fisch haben wir gerade nicht. Wie sieht das eigentlich mit den Aufträgen aus? Wir haben ja ein paar Tage nicht gespielt. Wir hatten Klamotten gemacht. Ja, Hosen werden hier noch gemacht und Kleider werden gemacht. Das ist gut. Das ist alles wunderbar. Okay.
und wird dann, nee, das Königreich taucht in A Link Between Worlds auf und wird dann nie wieder in einem anderen Game erwähnt. Ja, das ist immer schön, wenn sowas passiert. Du musst trinken. Oh, oh, aber ich brauche sowas von trinken. Gut, dass du es sagst, wäre mir nicht aufgefallen. Stimmt. Für 150 Leute sind 76 Getränke doch ein bisschen wenig. Wir haben den Auftrag hier noch drin, aber nur den Auftrag von oder aus Früchten zu brauen. Das heißt, dort fehlt Brew Drink from Plant, also aus den pflanzlichen Sachen, die indoor wachsen. Die Getränke, noch 19 hilft eh nicht. Machen wir nochmal auch auf 50 einmal hoch das Ganze. Und ganz unten müssten jetzt 10 mal Plant sein. Da gehen wir auch mal auf 50 hoch. Ihr könnt es nicht sehen, aber glaubt mir, wir machen das. Und ich könnte einfach hier auf die Raute klicken und 50 eintippen. Das ist leichter. So, okay, dann wird das gemacht. Ich kann mal zum Vergleich in unsere Brauereien gucken hier oben. Hoch müssen wir hier. Wie das jetzt hier aussieht. Ja, da sind gerade auch keine Aufträge offen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir noch genug leere Fässer haben, aber ich glaube, hier lagere ich nur leere Fässer. Kann das sein? Ja, das ist der Lagerraum leere Fässer. Und da sollen auch nur Möbel, aber das ist alles möglich an Furniture? Das kann eigentlich nicht sein. Warum ist da alles möglich an Fässern? Soll ja eigentlich sollen hier nur leere Fässer rein. Was ist das? Food Stockpile, Braumaterial, da sind die ganzen Samen und die ganzen Pflänzchen drin und so. Und hier sollten eigentlich nur leere, es sieht auch so aus, als wenn da nur leere Fässer drin sind. Also ich denke mal, es ist schon alles richtig so. Bull und Wasser, Büffel kämpfen gegeneinander, das ist mir egal. So, was haben wir hier? Es kann jemand nichts kochen, das ist aber okay. Und hier, Brew Drink from Fruit. Brauchen wir ein Unrotten Fermentable Leaf of Fruit, haben wir nicht. Momentan sind die Brauereien, glaube ich, auch noch so eingestellt, dass die nicht von überall nehmen. Ich hatte das so ein bisschen Micromanagement-mäßig gemacht. Was ist denn nochmal hier drin gewesen? Essen, und zwar Pflanzen nur, genau, ich hatte hier nur einige Pflanzen eingestellt. Das ist eigentlich gar nicht, da darf alles an Pflanzen rein momentan. Nee, Fleisch nicht. Alles an Pflanzen. Weil daraus müssten wir eigentlich dann Sachen brauen können. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, weil es so lange her ist, wie wir das hier gemicromanagement hatten. Hier ist Braumaterial drin. Was soll da rein? Food, Plants, alles. Sollen den? Und was ist mit dem hier drüben? Da ist auch Food, Plants, alles. Okay, jetzt habe ich... Ja, komm mal aus. Ist okay. Die dürfen jetzt wieder, die Brauereien dürfen von überall sich bedienen. Also ich habe hier keine Kondition mehr drin, dass sie nur noch von irgendeinem Lagerraum nehmen dürfen, oder nicht? Es wurde noch ein Wasserbüffel tot gefunden. Oh, seht ihr das? Seht ihr das? Die Wasserbüffel haben hier alles weggegrast. Die sind wahrscheinlich alle am Verhungern. Oder? Ist da irgendeiner starving? Ich glaube, ich muss die mal umziehen lassen. Weil hier, der ganze Erdboden, die Farmen sind vielleicht ein bisschen klein. Die Boxen hier. Da ist nur noch Erdboden drin. Das heißt, wir machen eine neue Zone. Eine neue Weide quasi, die klatschen wir hier rüber und gehen auf welche Tiere sollen da rein. Und dann haben wir hier drüben die Kühe und Wasserbüffel. Kühe und Wasserbüffel müssen einmal umziehen, die haben alles weggefressen, was wir da haben. Das ging schneller als gedacht. Da haben wir noch eine Kuh, da haben wir noch eine Kuh, da haben wir noch eine Kuh. Da haben wir Kuh und Wasserbüffel, Wasserbüffel. Und das, oh, da hier nochmal drei Kühe hinterher. Das sind unsere eingekerkerten Viecher. Die lassen wir schön in ihren Käfigen. Da haben wir noch eine Kuh, 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 Kuh. Bulle, Bulle, Bulle. Da haben wir auch noch eine Kuh. Wenn nicht jeder einzelne erwischt, drauf geschissen. Aber so grob sollen die jetzt mal umziehen. Das heißt, jetzt sind die erstmal frei und werden versuchen wegzulaufen. Oh, wir können hinlaufen, wo wir wollen. Aber gleich kommt jeweils ein Zwerg und sammelt die ein. Weil irgendeins unserer Tiere ist da halt gerade, glaube ich, verhungert. Wobei, es steht halt nicht... dass es verhungert ist. Wir haben einfach nur ein totes Tier gefunden. Vielleicht ist das auch noch durch den Dingo irgendwie am Ende verwundet worden und verblutet oder sowas. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Plump Helmets werden hier noch aufgebaut. Plump Helmets hier spawnen auch bald wieder. Wie sieht denn das generell mit unseren Früchten und so weiter aus? Kann ich das über Kitchen nachgucken? Aufgaben? Nee, Arbeit, Küche. Genau. Ja, wir haben noch 9 mal Höhlenweizen, den können wir brauen, 9 mal Pigtail, den können wir brauen, 203 mal Plump Helmets, die können wir auch brauen.
5 Pickleberries. Also wir haben auf jeden Fall noch Sachen, mit denen wir arbeiten können. Alleine die 203 Pilze können wir alle schön auf den Kopf hauen. Und das sind momentan unsere Getränke. Und da muss man tatsächlich auch sagen, ist doch gar nicht schlecht. Die verbiete ich mal alle zum Kochen. Also sie dürfen nicht mehr mit Alkohol kochen, dass ich mal unsere Getränke mal ein bisschen wieder erholen quasi. Eier dürfen auch nicht gekocht werden, würde ich sagen. Aber Milch darf gekocht werden. Ja, Milch ist okay. Genau. Und den Rest lassen wir so eingestellt, wie es ist. Und dann sollte hier relativ schnell auch wieder neue Getränke eigentlich entstehen. Sobald der Manager, der war jetzt noch nicht unterwegs, deshalb ist hier unten, das seht ihr nicht, aber Brew Drink from Plant ist noch nicht wieder eingestellt. Unser Manager muss einmal ganz kurz hier dafür sorgen, dass wir den da überall machen können. Brew Drink from Plant, Brew Drink from Plant. Den ersten stelle ich jetzt mal einfach per Hand ein, dass der hier schon mal reingejettet wird und dann passiert das gleich alles. Obwohl, der hat ihn jetzt, glaube ich, gerade schon fertig gemacht. Ja, jetzt ist der Auftrag offiziell. Gut, das heißt, die ganzen, seht ihr, dass die ganzen Zwerge hier unten stehen und dumm rum, weil die kommen aus dieser Ebene jetzt nicht mehr weg. Das muss ich, da oben fehlt ein Feld. Das muss auch weggehackt werden. Kann das bitte einer machen? Kommt da noch einer ran? Gut. Und jetzt geht's hin. Das Feld, also ne, ein weiter runter, so. Hier weghacken und hier weghacken. Das müsste gehen. Theoretisch. Theoretisch müsste das gehen. Dann sind sie auf dieser Ebene, das reicht aber immer noch nicht, da müssen sie immer noch einen runter. Hier, verhungert, ja, ein Kuhkalb wurde gefunden, zu Tode verhungert. Weniger cool. Aber die ziehen gerade um, seht ihr das? Die schleppen sie jetzt alle hier rüber auf die neue Weide. Die da oben ist halt einmal komplett leer geräumt. Ein Goblin-Bestienjäger ist zu Besuch. Ja, mal gucken, wenn das mal kein Agent ist. Soweit, so gut. Wir haben hier draußen auch noch ganz schön viele Leute einzusammeln. Hier liegen noch Leichen ohne Ende rum. Vergammelter Leichnam liegt da rum. Ist vielleicht unser Lager voll? Werden die deshalb nicht eingesammelt? Oh ja, guck mal, das kann sein. Was ist das für ein Stockpile? Refused, da ist so quasi Müll hin. Das ist komplett voll. Dann machen wir hier nochmal eine neue Zone hin. Neuen Stockpile, meine ich. Ja, plus. Das hier drüben ist auch voll mit Leichnamen. Gut, dann designaten wir den nochmal, akzeptieren, gehen rein und sagen einmal Refuse, also Müll und Leichen sollen da rein. Corpses und Refuse. Die beiden Sachen sind erlaubt. Dann liegen zwar unsere glorreichen Zwergenleichen neben den ganz normalen, was weiß ich, Kuhbaby-Kalbleichen, aber ist okay. Wir brauchen momentan einfach mal Lagerraum. Im Hospital liegt immer noch eine Person. Guck mal, jetzt fangen nämlich auch an, hier die toten Hunde und die Zähne und so einzusammeln, weil einfach das tatsächlich sehr, sehr viel ist. Gleichzeitig möchte ich dann nochmal, denke ich, ein paar Fallen bauen, aber nicht wieder verklicken. Da muss ich hier unten auf Traps klicken. Dann nehmen wir Cage Traps und dann überlegen wir, wo wir noch welche hinbauen wollen. Und da gibt es eigentlich keine falschen Antworten, weil je mehr wir haben, desto besser. Ich überlege, ob ich hier vielleicht sogar noch irgendwie mal Brücken rüber haben will, dass man mehrere kleine Zugbrücken hat, dann können kleine Squads von Gegnern hier rauflaufen, wir ziehen die Brücke hoch oder lassen ein paar durch in die Fallen laufen, ziehen dann die Brücke hoch, dass wir die Squads oder die gegnerischen Invasionsarmeen so aufteilen können. Wisst ihr, wie ich meine? Ist ja eigentlich ganz interessant. Oder den Haupteingang noch ein bisschen dichter machen oder hier mal gucken. Ne, ich glaube mal, ich fange erstmal hier an, wenn sie hier rüberlaufen. Wir haben einige Mechanismen, habe ich gesehen. Falle, Käfigfalle. Zack. Ihr dürft irgendein Käfig benutzen, ist mir gerade egal. Ich habe gesagt, ihr dürft irgendein Käfig benutzen, danke. Machen wir da und da nochmal vier an. Und ich gehe hier einfach jetzt so die Straße weiter runter. Seht ihr das? Die Fallen hier oben und hier unten. Auf jeden Fall nochmal 8 Fallen hier und 8 Fallen hier, dass wir das haben. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Lassen wir das Spiel weiterlaufen. Wie ist es bei den Buddlern gerade? Na, ein paar Felder fehlen noch. Aber nicht mehr viel.
Und hier können sie jetzt schon mal rauslaufen, was ganz gut ist. Jetzt ist die Frage, ob ich hier auch komplett die Mauer noch wegmache. Ich glaube tatsächlich, das möchte ich nicht, weil wir so viele Edelsteine brauchen werden. Ich möchte das noch weghacken und den wegbuddeln. Das sind zwei Felder. Nee, Moment. Keinen Fehler machen. Radiergummi, das bleibt. Den da oben hacken wir noch weg, genau. Die beiden Felder fehlen noch. Jetzt können sie hier die Mauern wegmachen. So gut. Wir haben eine neue Petition. Stat Spring Portals möchte sich uns anschließen. Ist gebongt, Bro. So, und jetzt können die nämlich hier schon reinlaufen. Jetzt müssen wir hier quasi einmal Fenster bauen. Und hier Edelsteinfenster. Das reicht mir dann eigentlich auch schon ganz gut. Und hier unten dann vielleicht nochmal, vielleicht hier nochmal zwei, dass man hier auch noch rausgucken kann. Und hier vielleicht die Ecke und hier vielleicht die Ecke. Und dann reicht mir das. Der müsste dann auch noch weg. So. Okay, und wenn sie das gemacht haben, da warte ich mal ganz kurz drauf. Die Buddler müssten ja hier noch in der Nähe sein. Wir haben wieder einen erwachsenen Hund, den können wir gleich mal zum Kriegshund trainieren. Die sind sehr, sehr praktisch gegen Goblins. So, das fällt noch weg und das hier unten, das blinkt bitte auch noch einmal weghacken, irgendjemand. Also egal, wir können hier schon mal anfangen. Dann hacken wir hier runter. Korrekt. Und hier runter. Und dann sind wir auf der Höhe wie hier unten. Und ein müssen wir dann tatsächlich noch runter. Krass. Ist schon echt tief. Gut, da drüben wird gebuddelt. Zack, zack, zack. Das läuft alles soweit ganz gut. 152 Leute haben wir. Boros sind nicht mehr. Ich gucke nochmal, aber Boros dürften eigentlich nicht mehr aktiv sein. Haben wir auch gar keine. Squad müsste eigentlich auch trainieren, wenn wir mal schauen hier. Ja, da war's. Ja, mein Squad ist hier, die schauen sich um, die trainieren, das ist auch super. Schlafzimmer haben wir auch ein paar, insofern sieht das eigentlich alles ganz gut aus. Die Fallen hier draußen werden schon langsam gebaut. Auch das ist wunderbar, die Getränke gehen langsam nach oben, auch das ist super. Unsere Zwerge laufen hier überall rum, dann stellen wir einmal den Hund ein, dass der trainiert werden darf zum Kriegshund. Den nehmen wir den da, zack. War Animal Training ist der einzige Hund, der momentan verfügbar ist. Da drüben läuft auch ein schöner Hund rum. Na Jack? Was geht? Hey Jack, na du? Ja, süßer. Läuft bei den Zwergen, ja, bis die nächsten Goblins kommen. Das war schon echt brutal. Aber momentan läuft es einigermaßen gut, ja. 5 Silberkriegshämmer und 10 Eisenkriegshämmer wurden fertiggestellt. Das heißt, wir haben da nochmal ein paar Knüppel und Waffen. Ich kann meinem Squad nochmal eben sagen, hey, Ausrüstung, Update, holt euch nochmal alles, was euch fehlt. Hier unten buddeln sie noch fröhlich vor sich hin. Und dann können wir hier tatsächlich auch im nächsten Frühling das Wasser reinlassen. Denke ich. Ja, 5 Silberknüppel wurden hergestellt, auch schön. Wir haben kein Gold mehr für unsere Sarkophage, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber stimmt, wir haben jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Särge in der Zwischenzeit produziert. Die können wir nochmal eben hier reinklatschen. Und zwar ein Sarg hierhin. Ja, 8 Aluminium-Sarkophage haben wir, guck mal. Einen dahin und einen dahin, dahin. Da, 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 da und da. Und so wird unser kleines, aber süßes. Sind die so leicht? Holst du den schon? Trägst du den jetzt schon hin? Ja, krass, wie schnell das geht. Und aufgebaut. Ich warte kurz, bis die Särge hier unten sind. Dann kann ich nämlich direkt... Ja, eine Runde müssen wir noch. Dann kann ich direkt... Ja, krass, hier kommen die auch gleich nicht mehr weiter. Weil das zu steil ist, die Rampe, die ich hier mache. Mann, so geht's aber noch nicht. Was ist hier oben los? Ah, okay, ja. Kriegshund wurde fertig trainiert. Wir haben Alunit gefunden. Und irgendeins unserer Haustiere ist erwachsen geworden. Okay. Eve ist, glaube ich... Oh, ich weiß es gerade gar nicht genau. Aluminium-Sarkophage sind fertig. Wir gucken nochmal in unser... Sind alle aufgebaut? Ne, 2 kommen noch. Die beiden hier drüben fehlen noch. Holt die mal eben ran. Und ich sorge dafür, dass hier weiter gebuddelt wird. Ich glaube nämlich, ihr seid fertig.
Was ist damit? Ist das nochmal weg? Ne. Okay, und dann noch eine Ebene runter und dann haben wir es hier unten auf jeden Fall immerhin geschafft. Dann haben wir da einen tiefen Brunnen. Sehr gut. So, die letzten beiden Särge. Der letzte kommt hier gerade. Dann kann ich anfangen mit den Zonen. Weil ein paar Leute liegen noch in unserem Lagerraum. Ah, da fehlt noch was. Muss nochmal loslaufen. Was hast du da? Was fehlt denn da? Ach, oder er hat es nur hingeschleppt. Jemand anderes baut es jetzt auf. Ist ja auch komisch. Aber jetzt sind sie alle da. Neue Zone. Grab. Und wir nehmen hier die Felder. So, genau. Akzeptieren. Hier schmeißen wir rein. Wer ist der Erste ohne Grab? Na komm, wir haben hier noch ein schönes Plätzchen für euch, Leute. Schön im Aluminium liegen. Klingt doch gar nicht kalt. Sephon Zontimna kommt dahin. Und ich glaube, den klatsche ich auch direkt seine Statue hin, wenn wir einen haben. Sephon Zontimna. Sephon Zontimna. Statue, die würde ich dann halt hier hinpacken, denke ich mal. Sephon Zontimna. Da, Sephon. Hier mit zwergischen Namen heißt halt Helm Tapered, aber das ist uns ja egal. Und in die Leichenlagerhalle hier unten, wen schmeißen wir da rein? Gucken wir mal, wer noch fehlt. Ustut Vabok Doren, der Knüppelzwerg. Ustut soll da rein. Und ich meine, Ustut hat auch eine Statue, oder? Bestimmt. Da, Ustut hat auch eine Tafel. Sehr schön. Und hier seht ihr das, da ist Mosus. Wir haben eine Mosus-Statue, meine ich doch. Die war einfach schon auf dem Weg. Die war noch nicht eingelagert, deshalb konnte ich sie nicht auswählen. Aber jetzt habe ich doch hier gerade gesehen. Mosus Twinkle Spears, ja, der funkelnde Speer. Ist nicht unbedingt der zwergische Name von allen, aber hey, sei ihm verziehen. Und dann gucken wir mal hier. Ja, ungefähr so. Haben wir jetzt noch eine Leiche übrig oder haben wir alle eingetütet? Has. Ich glaube, wir haben alle. Für den Moment, da kommen sicherlich noch ein paar neue. Hasgrave, ja. Okay, das sieht alles gut aus. Das heißt, den lösche ich erstmal wieder. Den brauchen wir noch nicht. So weit, so gut. Langsam wird es doch hier. Das ist die letzte Ebene, die weggehackt wird. Da sind sie dabei. Goldenen Beryl gefunden hier in der Wand. Das ist auch ganz schön. Können wir noch ein paar Edelsteine uns holen. Und die Buddler kommen. Hier können sie noch hoch und runter laufen. Aber jetzt nach der Ebene sind wir dann hier auf der Grundebene. Da müssen die ganz außen rumlaufen, weil das sonst zu hoch für sie ist. Orthoclase haben wir auch angehackt. Golden Beryl haben wir angehackt. Das hört sich doch gut an. Wir haben 15 Türen nochmal hergestellt, was cool ist. Die brauchten wir nämlich tatsächlich hier unten, sehe ich gerade. Bauen. Und dann Türen und Türen. Ja, da könnt ihr irgendwelche Türen nehmen, ist mir egal. Hier fehlen halt noch welche, damit wir das zu Räumen machen können. Ich meine, ein paar Räume sind ja traurigerweise frei geworden durch die letzte Goblin-Invasion, aber im Großen und Ganzen wollen wir hier unten ja schon alles bewohnbar machen. Ich kann dann auch mal gucken, ob wir jetzt schon mehr Kisten haben. Gucken wir nochmal, hat. Ey! Da ist schon eine. Da ist eine. Da kann noch eine hin. Kiste. Da ist eine Kiste. Okay, jetzt haben wir keine mehr. Jack, hast du was gehört? Mein Guter. So, jetzt brauchen wir ein paar Kleiderschränke, dann klatschen wir. Die haben alle. Da. Zack. Und müssen wir eh noch ein paar produzieren. Alles gut. Und dann können wir das gleich auch zu Zimmer machen, sobald die Türen hier eingelagert wurden. Bis dahin sollten hier unten die Buddler auch fertig sein. Wir sind jetzt in der Mitte des Winters des Jahres 103. Die Fallen hier draußen wurden gebaut und werden jetzt teilweise beladen. Vier fehlen noch. Kann auch sein, dass sie bald schon zurückkommen. Ich guck mal eben. So, Hornblende,
Oh, Nisch Schmutzfink Nummer 2 möchte sich gerne einen Workshop holen. Das gucken wir uns gleich an. Aber vorher muss ich nochmal in meine Gefängnisse gucken. Denn wir haben die letzten Silberketten fertiggestellt. Die wollen wir auch noch hier hinbauen. Das ging über Cages und Restraints. Und dann haben wir Ropes und Ketten. Da will ich aber auswählen, was wir genau platzieren, weil das sollen eben alles Metallketten werden. Beziehungsweise Silber und Aluminium haben wir. Nehmen wir hier eine Aluminium und da eine Silberkette. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die reißen können oder sowas. Oder was man da am besten für benutzt. I don't know. Ist mir momentan aber auch erstmal egal. Das ist gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir Schmutzfink finden. Schmutzfink hat nämlich die Idee, ein Artefakt zu bauen. Und ich hoffe, dass der sich vielleicht mal ein bisschen Gold oder sowas schnappt. Lieber Schmutzi Finki. Achso, ich muss erstmal in den Optionen wieder umstellen, dass die... Na, wollen wir es hier? Replace first. Dass die Spitzen am vorne stehen. Dann kann ich nämlich so ordnen und dann kann ich hier zu S scrollen. Und dann sollten wir hier Schmutzfink 2 schon gefunden haben. Und dann können wir dem mal ein bisschen zugucken. Er holt sich Apfelholz. Na gut. Er ist 78 Jahre alt und hat 10 Kinder. Mal gucken, was der für uns bastelt und baut. Ja, wollen wir mal ein bisschen gucken hier. Schöner Zwerg. Okay, Dingo-Knochen hat er geholt. Die aussehen, als wären sie durch den Mangel gedreht worden, tatsächlich, steht hier. Okay, er will noch mehr haben. Soll er holen? Holz und Knochen, das ist jetzt noch nicht das beste Material, sage ich mal. Rotes Panda-Leder. Mhm. Also Red Panda, das ist eine eigene Tierart. Ne? Also das sind so kleinere. Sind nicht die typischen schwarz-weißen Pandas. Dann hat er sich hier noch ein Steingut hier drüben vergammelt Essen in der... Gucken, wer ist denn hier bitte so schmutzig und lässt sein Essen im Zimmer vergammeln? Na, keiner von uns, siehst du. Musus und Menom. Hm. Könnten wir auch mal sauber machen da drüben, aber nun gut. So, holst du dir noch mehr oder war es das? Schmutzfink. Wir gucken dir noch mal ein bisschen weiter zu. Den schleppt er jetzt einmal nach Hause. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung, Pedi Platsch. Okay, er schleppt er hier oben rein. Er holt sich noch mehr. Er hat immer noch nicht mit der Arbeit angefangen. Er möchte noch ein bisschen Pflanzenfasern. Er ist immer noch nicht fertig. Er holt sich noch einen Stein. Also ich sag mal, die Sachen, die er sich holt, sind alle nicht wirklich viel wert, aber er holt sich sehr viel Material. Okay, jetzt hat er angefangen mit der Arbeit. Ja. Nein, er hat noch nicht angefangen. Er will noch was. Klamotten, Fäden, Steine. Rough Color, Tree Life. Holz hat er, Knochen hat er, Leder hat er. Steine hat er. Ich glaube, es könnte... Er braucht Edelsteine. Und ich glaube, er will entweder normale Edelsteine oder geschnittene. Ich meine, er hat was von Rough gesagt. Und die sind alle schon geschnitten. Das heißt, ich glaube, er möchte einen unbehandelten Edelstein finden. Oder, also nicht finden, aber zur Verfügung haben. Ja gut, das sollte nicht das Problem sein. Die werden wir auf kurz oder lang schon irgendwie auftreiben. Aber wäre natürlich eigentlich ganz schön, wenn er nicht allzu lange warten muss. Hier sind wir jetzt unten angekommen. Da waren auch ein paar Edelsteine. Vielleicht werden die gleich eingelagert. Vielleicht sind die tatsächlich noch auf dem Weg. Wenn ich mal nach Gems gucke. Unter Gems stehen die, glaube ich, gar nicht, ne? Ja, wir haben einmal Cut Gems, das sind die geschnittenen, davon haben wir 100 Stück. Und das andere war, glaube ich, unter Air Rough Gems, haben wir 5. Also theoretisch sollte er sich die auch holen können. Ah, aber die liegen hier teilweise schon im Juweliershop und so weiter rum, weil die gerade bearbeitet werden. Ich könnte diesen Auftrag jetzt quasi abbrechen. Dann würde der quasi, glaube ich, freigestellt werden. Weil jetzt wird er halt gerade hier in dem Shop bearbeitet. Ich mach das mal. Ich breche den Auftrag mal ab und dann könnte es sein, dass er jetzt gleich losläuft hier oben. Wo ist er?
hier oben, ne? Er hier. Schmutzchen könnte jetzt loslaufen. Ja, seht ihr das? Jetzt hat er nämlich gesehen, ey, da hinten ist jetzt ein Edelstein frei geworden. Ich hole mir den schnell. Mal gucken, ob ihn einer reicht. Den hat er sich genommen. Grüne Zirkone. Ist okay. Er hat immer noch nicht mit der... Doch, jetzt hat er mit der Konstruktion angefangen. Jetzt hat er alles, was er braucht. Jetzt müssen wir nur noch warten. Bevor wir aber zu lange warten, gehen wir und gucken... Ja, das ist noch nicht die richtige Höhe. Ich habe es befürchtet. Wir müssen weiter buddeln. Und zwar hier noch die ganze Höhe wieder runter. Ich möchte auf diese Höhe. Zack, zack, zack. Das wäre bis hier. Von oben gesehen also diese Höhe. Ja, mache ich gleich. Kurz einmal überlegen. Diese Höhe ist richtig, ne? Das ist eine Flucht jetzt. Das heißt, ich will bis nach da arbeiten. Ah, das kann ich jetzt aber nicht machen. Dann gibt es Unfälle. Das darf ich nicht. Da habe ich ein bisschen Kacker gebaut. Wobei nicht unbedingt. Wollte ich das auch noch alles abtragen? Da erinnere ich mich gar nicht mehr genau dran. Wollte ich das hier auch noch weg haben oder wollte ich nur den Kanal rumbauen? Ich mache erstmal nur den Kanal. Ich hoffe, das beißt mich später nicht in den Po. Weil diese Ebene hier, diese Ebene kann ich nicht so richtig gut wegnehmen, diese hier. Weil hier oben jetzt noch was schwebt, versteht ihr? Hier habe ich das ja weggenommen, also unten. Das ist jetzt, sagen wir, Ebene 0, Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3. Das heißt, wir haben auf Ebene 0 hier nichts. Wenn ich nochmal ein bisschen näher ranzoome, sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Hier sind die Rampen. Ebene 0. So, da ist Luft. Ebene 1 ist Luft, Ebene 2 ist Luft und Ebene 3 ist aber wieder Felsen. Und auf 4 auch und auf 5 auch und auf 6 auch und auf 7 sind wir dann ganz oben. Und wenn ich jetzt anfange, das hier wegzunehmen, damit ich da unten auf dieselbe Breite komme, nehme ich mir hier unten irgendwann, und zwar hier, das letzte Stück weg. Und wenn sich dann ein Zwerg hier buddelt und dann fällt er runter. Weil er ja, er buddelt dann die Erde unter sich weg, die schwebt quasi. Oder die halt nur hiermit verbunden ist. Das ist ein bisschen gefährlich, das möchte ich, glaube ich, vermeiden. Von daher gucken wir nochmal runter. Ich glaube, ich habe gerade einen Schuss gehört. Ich glaube, ich kriege mein Essen. Ja, zeitlich könnte das passen. Also, ich will auf diese Höhe hier. Und dann bis nach da quasi. Erstmal nur bis nach da. Das heißt, das nehmen wir weg. Das radieren wir weg. Das radieren wir weg. Das radieren wir weg. Das radieren wir weg. Und das radieren wir weg. Und das war's. Ne? Mehr habe ich nicht markiert. Genau. Also wieder von oben anfangen. Das muss weg und dann ziehen wir nach links bis zum Kartenrand durch. Was ganz cool ist, weil wir dann das hier tatsächlich scheinbar ignorieren können. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Holzfällermaßnahmen und zwar quasi einmal diese ganze Länge hier, einmal hier rüber. Das muss alles weg. Sind viele Bäume. Ich kenne da so bestimmte Leute, die sich ein bisschen beschweren werden. Ich glaube auch, ich gehe noch mal eins zur Sicherheit, ein Feld weiter hoch und ein Feld weiter runter, damit wir das auch alles weghacken. Also nicht hacken, sondern die Bäume fällen, damit die nicht irgendwie dann in die Schlucht fallen oder sowas. Dass sie nicht ganz als letztes Feld an der Schlucht stehen. Und dann müsste das gehen. Buddler kommen und machen Buddlerzeug. Mal gucken, was für ein Artefakt wir bekommen. Wenn wir mal ganz kurz in unsere Justiz reingucken. Ist mir egal, ich lasse das mal stehen. Es gibt noch keine Fälle, das ist gut. Und wir haben... 12 von 15, also Sir Samuel Mumm, unser Wachmann, sagt, er möchte gerne 15 eigentlich Möglichkeiten haben, Leute anzuketten oder in Käfige zu stecken. Und wir haben 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt, wir bauen das Dungeon nochmal ein bisschen weiter aus. Noch können wir es. Das ganze Wasser ist schon weg. Ah, nee, nachdem wir das aufgemacht hatten, ich hatte das hier mal angebuddelt, aber da haben wir, glaube ich, geladen, weil dann die Goblins gekommen sind. Das heißt, wir haben hier noch gar kein Wasser reingelassen, was aber ganz gut ist. Ja, stimmt, ich mache die Edelsteine gleich wieder in Auftrag. Ja, ja. Ich baue noch eben 3 neue Zellen. Da kommen Käfige, glaube ich, einfach rein. Ja, da kommen Käfige rein. Dann müsste ich hier unten, je nachdem, wo ich den
Brunnen haben will, den will ich, glaube ich, immer in die Mitte haben. Also da Brunnen, nee, stimmt gar nicht. Brunnen nicht in die Mitte. Da ein Brunnen, da ein Brunnen, da ein Brunnen und da ein Brunnen. Das ist dann dieses Feld. Machen wir so. Und im Grunde kann ich dann ja hier durchgehen, einfach bis nach da. Kann den hier nochmal so verbinden und kann den nochmal so verbinden. Oder müsste das Wasser sich da eigentlich ganz gut verteilen? Machen wir nochmal so. Okay. Das baut ihr mir mal bitte und buddelt das weg. Und die Edelsteine. Aber ich glaube, die Edelsteine sind schon wieder im Auftrag, weil ich das über meinen Manager geregelt habe. Wir gucken trotzdem mal eben, wie das aussieht. Edelsteine, hier kein Auftrag drin, da auch nicht. Haben wir keinen Edelsteinauftrag mehr. Doch, hier, Edelsteine schneiden haben wir noch. 2 von 50 sind noch offen. Ja, machen wir noch mal ein paar mehr. Machen wir noch mal 20 Edelsteine, wenn wir finden. Aber wichtiger ist... Nein, genau. Nein, nein. Das ist alles, was wir machen wollen. Denn wir wollen jetzt hier unten anfangen, die Edelsteinfenster aufzubauen. Hier. Ja, und um das zu machen, ist das gar nicht so einfach. Ich kann hier mal glatt machen und da mal glatt machen. Weil das Problem ist, ich bin der Meinung, ich kann die Fenster jetzt nur... Wo war denn das Fenster? Konstruktion. Edelsteinfenster. Ich kann die, glaube ich, nicht... Genau, ich kann die nicht hier machen, weil die hier frei schwebend werden. Da unten ist ja nichts mehr. Ich habe ein Feld zu weit gebuddelt. Versteht ihr? Ich kann die nur hier hinbauen, in den Gang. Und das heißt, ich muss dann... das hier auch nochmal wegschneiden. Und dann kann ich hier die Fenster runterbauen quasi. Das heißt, ich beginne hier mit Fenstern. Ein Fenster und jetzt diese ganze Edelsteine, das wird halt ein riesiges Edelsteinzimmer. Das wird schon ganz schön krass. Weil ich brauche jeweils 3 Edelsteine. Und wenn wir mal kurz gucken, wir können ja einmal hochrechnen, wie viele Edelsteine haben wir jetzt geschnittene. Cut Gems bei 10 müssen wir gucken. Haben wir 100 Stück. 99 wären 33 Fensterfelder. Und wenn wir gucken, das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 auf der anderen Seite nochmal 16 sind 32. Ja. Ich tendiere dazu, mehrere Dinge zu machen. Erstmal, wie gesagt, das hier muss verjüngt werden. Das muss weg, damit wir Platz haben. Dasselbe muss ich auf der anderen Seite auch machen. Das muss weg, anders geht's nicht. Das hacken die mir weg. Das machen die mir schön, das machen die mir schön und das machen die mir schön. Und dann warten wir einen kleinen Moment, bis sie das gemacht haben. Da kommen die ganzen Buddler. Schön ist das. Artefakt dürfte auch gleich fertig sein. Ich denke, das dauert nicht mehr so lange. Ja, wir können momentan nicht kochen und keine Goldbarren machen, beziehungsweise keine Goldsarkophage machen. Ist halt so. Okay, alles gut soweit. Das haben sie alles fertig gemacht. Dann sage ich nochmal, dass sie hier die neuen Wege wieder glätten sollen, was da neu entstanden ist. Und jetzt geht's los. Ich glaube nämlich, ich möchte es ein bisschen anders haben. Nur Glasfenster ist auch gar nicht so geil, wenn man drüber nachdenkt. Ich möchte das folgendermaßen machen. Konstruktion, Wand. Wir wählen das Material aber selber aus. Dann gehe ich 3 Felder hier runter. 2 Felder hier runter. Wir nehmen unsere geliebten Dazitblöcke, wie überall sonst auch, für die Straßen und so. Hier, Dazitblöcke haben wir noch 400 Stück. Dann, sagen wir mal, 3 Fenster und dann wieder 3-mal Mauer. Dass sich das immer so abwechselt. Dazitblöcke wieder 3 und dann hier unten wieder 3-mal Dazitblöcke. Okay. Und dann kommt ein Ding noch unten, ein Dazitblock in die Ecke. Ja, das sieht doch schön aus. Genau. Und dann können wir hingehen und sagen, Konstruktion, Edelsteinfenster, da eins hin. Das machen wir aus roten Zirkonen vielleicht. Rote Zirkone und hier Praises, die sind so grün. Und hier nehmen wir dann vielleicht Smoky Quarz, das ist so ein bisschen gelb. Hier nehmen wir Smoky Quarz, das ist so ein bisschen gelb. Und da machen wir dann nochmal rote Zirkone rein.
Und hier gehen wir hin und machen Turquoise für Grün. Da machen wir Turquoise für Grün. Und hier machen wir vielleicht Rosenquarz. Zack. Na, und so bauen wir uns das dann hübsch, denke ich mal. Ich glaube, das wird dann ganz gut aussehen. Wir haben eine neue Petition. Savage Trade Truss möchte auch ein Bürger werden. Das heißt, das ist wieder einer, den wir jetzt rumkommandieren können. Der wohnt nicht nur seit kurzer Zeit hier, sondern wohnt jetzt schon länger hier und möchte jetzt offizielles Mitglied werden. Das ist doch schön. Die Gilde wird krass, also die Gilde wird sehr, sehr wertvoll, glaube ich mal. Hatte ich hier nicht sogar eine Zone drüber? Welche ist denn das? Die Steinmetzgilde und das Ding heißt, ja, die Halle der Felsen. Hat einen Wert von 9.647 momentan. Ab 10.000 kriegst du die nächste Stufe. Also das haben wir quasi jetzt gleich. Sobald hier die ersten Fenster gebaut wurden und hier noch die restlichen Sachen verschönert wurden, müsste das quasi schon fertig sein. Schmutzfink, unser Schreiner, hat Maramlertet Nudenames gebaut. Ja, eine Holzstatue, das ist krass tatsächlich, aus Pekanholz oder Pekanholz. Ich weiß nicht genau, was Pekan ist. Pekanwood, wir gucken mal, was Pekan ist. Pekanwood. Deutsch. Pekanus. Ah, okay, Pekanusholz. Und das ist echt krass, denn Statuen werden normalerweise nicht aus Holz gebaut. Das kannst du nur über so dieses Artefakt-Ding bekommen. Da sind Kombinationen möglich, die normalerweise nicht funktionieren. Normalerweise kannst du Statuen nur aus Metall oder Stein machen. Und er hat eine Holzstatue gebaut. Das ist wirklich krass. Oder habe ich Figur? Oder war es eine Figur? Nee, es war eine Statue, richtig? Wir gucken mal eben. Ja, es ist noch nicht eingelagert, deshalb dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber ich kann ja hier nochmal in die Objekte gucken, dann können wir mal gucken, wie viel es wert ist. Nee, das ist eine hier, richtige Statue. Das ist eine Pekanus-Holzstatue von Erit Veilmirrors. Alle Handwerkskunst ist von der allerhöchsten Qualität. Auf dem Gegenstand sind meisterhaft designtes Bild von Erit Veilmirrors, dem Zwerg und anderen Zwergen in Pekanus-Holz. Hergestellt von Nish Deleridem. Das ist halt der, der das jetzt gemacht hat. Also Schmutzfings Name. Erit Veilmirrors wird von den anderen Zwergen, ist von denen umzingelt oder halt umgeben von denen. Und oh, okay. Dieses Kunstwerk bezieht sich auf die Ernennung des Zwerges Erit Veilmirrors zur Position des Königs der Figuren der Perfektion im Jahre 8. Sprich, im Jahre 8 war unsere Zivilisation, unser König von unserer gesamten Zivilisation, also von allen, was hier unten blau eingefärbt ist, plus jetzt den drei Außenposten hier, die unter unserer Obhut stehen, plus unseren Außenposten, plus unseren eroberten Goblinhöhlen. Ja? Das alles gehört jetzt zu den Figures of Perfection, das ist unsere Zwergenzivilisation. Und im Jahr 8 haben die ihren König gekrönt. Und darauf bezieht sich diese Holzstatue, die er gebastelt hat. Krass, krass. Die ist auf immerhin 14.000 wert. Das ist nicht super viel, aber für etwas aus Holz tatsächlich eine ganze Menge. Es ist dekoriert mit Pekanusholz, mit Ruppenpandaleder und mit Dingo-Knochen und noch mit ein paar Steinstacheln. Dann gibt es noch ein paar Apfelholzstacheln da drauf und dann gibt es noch ein bisschen Pigtail, ist wie gesagt so eine unter Tage wachsende Pflanze, aus der man Fasern gewinnen kann. Davon ist auch noch ein bisschen Stoff drauf. Oh, und auf dem Gegenstand ist noch ein weiteres Bild von Fenced Brushed, dem Fenced Brush, jetzt muss man ganz kurz gucken. Ist das noch ein anderes Artefakt von uns? Bezieht sich das Artefakt auf ein anderes Artefakt? Nein. Doch, da. Fenced Brush the Humid Stances. Hier, Sie können das gerade so eben noch lesen. Ein Bild von dem anderen Artefakt, also von diesem Artefakt-Käfig, den wir hier drüben haben, den legendären Käfig, den wir haben, der wird in der Holzstatue auch
Es ist auch dargestellt. Und sogar von Rattlecleave und Zugler Fame Fortress. Strangle Scaled. Rattlecleave, the Decide Figurine. Da muss ich nochmal ganz kurz gucken. Ja, Rattlecleave ist auch mit dabei. Das ist wahrscheinlich hier unter meiner Dings versteckt. Hier, Rattlecleave ist das Ding, ist die kleine Steinfigur, die legendäre, die mal für uns gebastelt wurde. Und was war das letzte jetzt noch, wenn wir nochmal reingehen? Ich glaube, mit dem anderen kann ich nichts anfangen. Nee, sieht nicht so aus. Aber auf jeden Fall, um es kurz zu machen, in der Statue, die er quasi in der Holzstatue, die er uns gebastelt hat, sind auch noch andere Artefakte als Bild dargestellt, was halt cool ist. Weil das dann halt nochmal irgendwie geiler ist, quasi, wenn du ein Artefakt hast, das sich auf andere Artefakte bezieht. Das ist schon mächtig nice. So, jetzt buddeln wir hier wieder rein. Wir gehen nochmal ganz kurz zu den Käfigen unten gucken in unser Gefängnis. Da haben sie die Räume nämlich fertig gemacht. Die verschönern wir nochmal eben kurz, jeder der Zeit hat. Ja, das da unten kann aber rau bleiben, das ist mir egal. Hier klatschen wir dann nochmal ein paar Türen rein. Egal. Nehmen wir eine Cinnabar Door, Anunit-Tür, Granit-Tür und noch eine Granit-Tür. Blauglut und Mold kämpfen. Ja, wahrscheinlich, weil hier wieder irgendwas denen auf den Kopf fällt oder so. Ich habe keine Ahnung, was da mal schief läuft. Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Den Leuten ist ja draußen auch ein bisschen kalt. Es ist halt immer noch im späten Winter jetzt gerade, dass ich die draußen hier alle buddeln lasse. Ist natürlich eigentlich nicht so geil. Ich weiß nicht, warum dieses Feld hier leuchtet. Weiß ich immer noch nicht. So, die Buddha jetzt hier sind gefangen, weil die, glaube ich, nicht mehr raus können. Doch, weil das eine Feld da oben noch war. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, tatsächlich. Hier sind keine Rampen runter, weil das zwei Felder sind. Das heißt, ich muss mal ganz kurz aufpassen, dass ich hier jetzt nicht das falsche Ding weghacke. Der bleibt mal... bitte als Rampe stehen. Damit die hier runter nochmal laufen können, weil die müssen jetzt noch weiter buddeln. Ich habe gedacht, ich kann die hier gefangen nehmen. So, einer... Ach, da ist auch noch Rampe. Da könnt ihr noch runterlaufen. Da auch? Klettert er gerade? Oder fällst du? Was machst du denn gerade hier? Er fällt doch. Nee, er läuft da runter. Okay, dann haben wir hier doch Rampen. Sah höher aus als gedacht. Oder sah höher aus, als es dann am Ende war. Genau, jetzt müsst ihr hier reinbuddeln. Das weg. Das weg. Ja, geht da erstmal hin, bis das alles blinkt. Ich muss hier quasi versuchen, ein paar Buddler jetzt einzufangen. So, genau, lauf runter. Immerhin einer. Einer ist jetzt nicht das Beste. Ist aber okay. Da kommen jetzt noch 2, 3, 4, 5. Wenn die alle unten sind, kann ich das eine Feld hier wegmachen. Weil seht ihr das? Das müssen die da oben als Rampe benutzen, sonst kommen die nicht wieder raus. So, und jetzt kann ich den halt einmal weghacken. Genau. Jetzt hackt das bitte irgendjemand weg. Zack, und jetzt sind sie hier drin gefangen. Und jetzt kann ich das einmal weghacken. Dann buddeln sie sich jetzt hier rein, dann hacken wir das weg und das weg und das weg. Und dann sind sie hier wieder ganz unten. Tok, 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 tok. Ah, schafft ihr es? Das Spiel hält noch nicht an. What? Das können wir wegklicken. Schneesturm ist okay. Das klicken wir weg. Kohle und Steintruhen haben wir gemacht. Hier wird gekämpft, ist mir egal. Türen wurden gemacht. Okay, im Grunde müssen wir jetzt nur noch drauf warten. Ich lösche den Auftrag nochmal. Das weg. Hack das bitte weg. Irgendjemand. Hier, komm. Am besten irgendjemand, der da unten drin ist. Schlafen die alle? Was ist los mit euch? No job. Warum nicht? Kommt ihr da nicht mehr ran an das Feld? Da müsstet ihr rankommen. Guck, die sind halt gefangen. Also es ist halt ein bisschen nervig.
Warum trägt das keiner ab? Vielleicht, weil da gerade Leute drauf sind, die schlafen. Ich check's nicht. Dann buddelt man das weg. Das müsste ja gehen. Das da oben müsstet ihr eigentlich auch wegbuddeln können. Ja, jetzt. So, ist gut. Jetzt könnt ihr das noch wegbuddeln. Dann geht's wieder eine Etage tiefer. Das muss ich mal ganz kurz beaufsichtigen. Das ist nicht der spannendste Teil, aber... Bevor Unfälle passieren, ist das besser. Guck, ja, einer ist ja schon wieder runtergekrabbelt. Genau. Ich finde schon wieder zwei Felder. Ich weiß nicht, warum immer zwei Felder genau übrig bleiben. Aber jetzt könnt ihr das und das schon mal wegmachen. Ja, ich krieg mein Essen, Leute. Wir sind bei 55 Minuten, das passt perfekt. Ich sag mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Tschüss. Ich mach's kurz und knapp.